Als Arbeitsplatz bezeichnet man in der Organisationslehre eine räumlich eingegrenzte, mit Arbeitsmitteln ausgestattete Stelle in einer Wirtschaftseinheit, an der eine Arbeitskraft ihre Arbeitsaufgaben verrichten kann. So steht es bei Wikipedia. Das muss ja wohl stimmen, oder? Verehrte Gäste, ganz herzlich willkommen hier zu gleich drei Dingen auf einmal, nämlich der 11. Bonner Wissenschaftsnacht, zu Wissenschaft kontrovers und damit zu einer weiteren Veranstaltung im Wissenschaftsjahr 2018 mit dem Titel Arbeitswelten der Zukunft. Wissenschaft kontrovers ist eine Veranstaltungsreihe, maßgeblich gefördert und initiiert vom Bundesbildungs- und Forschungsministerium. Und es hat eigentlich wiederum zum Ziel, drei Dinge in Anführungszeichen unter einen Hut zu bringen, nämlich Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und uns alle, Bürgerinnen und Bürger. Und genau das wollen wir heute versuchen, auf Augenhöhe zu tun. Jetzt stehe ich etwas erhöht, aber das ist auch im übertragenen Sinne durchaus gemeint. Und ich glaube, wenn wir gleich sitzen, dann ist das tatsächlich Augenhöhe. Denn wir sind, und deswegen haben wir auch gut ein Viertel der Zeit für Sie eingeplant, sehr an Ihren Fragen, an Ihren Meinungen zu diesem Thema, was wir heute hier diskutieren wollen, interessiert. Insofern nutzen Sie bitte gerne diese gelben Karten und beurteilen Sie auch gerne das, was wir heute sehen mit diesem weißen Zettel. Füllen Sie das fleißig aus, wir fragen das dann nachher ab. Mein Name ist Kilian Reichert und ich freue mich sehr auf diese jetzt gute Stunde, die uns bevorsteht, denn wir reden über ein unglaublich spannendes Thema. Und wenn man dann so ein bisschen weiß, dass dieses Thema kommt, dass wir hier drüber reden werden, dann fällt einem auf, plötzlich ist es überall, in der Tagesschau, letzten Sonntag, DGB-Tagung. Worum geht's? Arbeiten in der Zukunft. Verschiedene Wirtschaftsunternehmen bauen komplett ihre Strukturen um, um das Ganze zukunftsfähig zu machen. Flexibel, digital, überall. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus, ist unser Thema. Und ich würde gerne ganz zu Beginn Frau Dr. Susanne Roscher zitieren. Sie ist Arbeitspsychologin von der gesetzlichen Unfallversicherung. Und sie sagt, es gibt vier gesellschaftliche Megatrends, die dafür sorgen, dass dieses Arbeiten, was die meisten von uns wahrscheinlich noch kennen, in diesen Kernzeiten zwischen 7 und 19 Uhr so nicht mehr stattfindet oder zumindest nicht mehr stattfinden wird, flächendeckend. Natürlich nicht überall, aber zu einem großen Anteil. Und diese vier gesellschaftlichen Megatrends sind Digitalisierung, Globalisierung, Wertewandel und die demografische Entwicklung. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen wirken lässt, dann würde man sagen, jo, stimmt. Jetzt weiß ich von meinen Gästen, mit denen wir gleich hier oben diskutieren werden, zumindest von einem, dass er sagen wird, vier Megatrends, das reicht überhaupt nicht aus. Das sind viel, viel mehr. Und auch über die wollen wir gleich sprechen. Fakt ist, dieser ganze Wandel, insbesondere Digitalisierung, aber natürlich auch die Globalisierung, auch der Wertewandel und auch die demografische Entwicklung sorgen dafür, dass Wirtschaftsunternehmen sich jetzt schon umstellen. Ein Beispiel, Commerzbank hat über 1000 Leute unter dem Dach von Human Resources abgestellt, um zu gucken, wie machen wir uns eigentlich fit für die Zukunft? Nicht durch neue Bankprodukte, sondern wie schaffen wir einen zukunftsfähigen Arbeitsplatz? Wie schaffen wir es, zukunftsfähige Arbeitnehmer zu bekommen, zu halten und gleichzeitig ein zukunftsfähiger Arbeitgeber zu sein? Sie nennen das New Work und ein Beispiel ist die Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in diesem interdisziplinären Team arbeiten, die erfassen ihre Arbeitszeit erst, wenn sie mehr als 8 Stunden am Tag gearbeitet haben. Alles darunter ist quasi Vertrauenssache. Der Arbeitgeber geht davon aus, wunderbar, diese 8 Stunden arbeitet er sowieso, egal ob im Büro, unterwegs oder am Arbeitsplatz, wie ich das ja eben hier von Wikipedia so schön vorgelesen habe. Ein weiteres Unternehmen, Sie werden es alle können, setzt das ähnlich um. Und wie eine solche Arbeitswelt aussieht, das zeigt Ihnen unser kleiner Introfilm. Film ab bitte.
Ja, Sie haben es erraten, um welches lokale Unternehmen es sich handelt. Und damit wollen wir doch direkt mal auf diese Unternehmensseite schauen und auf die medizinische, arbeitspsychologische. Und da darf ich sofort meine ersten beiden Gäste begrüßen. Herzlich willkommen, Sabine Weishaupt. Sie ist Leiterin Leadership Consulting und Initiatives der Deutschen Telekom AG. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf meiner Couch. Und Professor Dr. Med, das ist in diesem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, Joachim E. Fischer, er ist Direktor des Mannheimer Instituts für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin der Universität Heidelberg. Herzlich willkommen. Arbeitsunfall. Ja, aber Sie sind Mediziner, wir hätten das zusammen hinbekommen. Herzlich willkommen, auch Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Nicht, dass Sie sich wundern, Herr Professor Fischer wird heute Nacht noch in die Schweiz aufbrechen, deswegen ist der Koffer hier dabei. Wir sind nicht. Das ist der Arbeitsplatz. Ah ja, da reden wir gleich noch drüber, wo insbesondere Sie beide gerade waren, als wir zu normalen Kernarbeitszeiten eigentlich unsere kleinen Telefongespräche vorab hatten. Das war nämlich beides Mal nicht im Büro. Frau Weishaupt, Sie sind ja quasi in einer Doppelrolle heute hier. Sie sind auf der einen Seite verantwortlich für dieses New Work in Ihrem Unternehmen, auf der anderen Seite sind Sie jemand, der, so wie wir es gerade gesehen haben, schon arbeitet. Wie hat sich Ihr Arbeitsplatz ganz praktisch verändert in den letzten Jahren? Ja, genau, sehr gerne. Danke, Herr Reichert. Ja, das, was Sie eben in dem Film gesehen haben, das ist mein Arbeitsplatz. So sieht er aus. Also diese Räume gibt es wirklich. Das war jetzt kein designtes Filmchen, sondern tatsächlich sehen unsere Arbeitsplätze in der Konzernzentrale so aus. Ich arbeite in dieser Welt seit Ende 2016, also anderthalb Jahre jetzt inzwischen. Vorher hatte ich auch ein ganz, ich sag mal, normales, in Anführungsstrichen, Büro, mein eigenes Büro, Tür zu, Fenster drin, ne? Alles, was man so hat, seinen eigenen Schreibtisch. Und seit eben Ende 2016 lebe ich in dieser Welt. Und was hat sich denn verändert? Wir haben bei der Telekom in unseren Konzernhäusern, so nennen wir das, ein Konzept eingeführt, das heißt Future Work. Das haben Sie eben auch hier gesehen in dem Film. Und dieses Konzept hat eben vier Bausteine und die konnten Sie auch in dem Film sehen. Also drei konnten Sie sehen und der vierte, der ist hier im Kopf, den kann man nicht sehen. Was konnten Sie sehen und wie sieht auch mein Arbeitsplatz aus? Das erste ist der Baustein des Desk Sharings. Was bedeutet das? Es bedeutet eben, dass wir unsere Flächen anders nutzen. Wir haben unsere Flächen umgebaut. Es ist nicht mehr so, dass jeder Mitarbeiter, und das gilt auch für mich als Führungskraft, nicht mehr jeder Mitarbeiter seinen eigenen Arbeitsplatz hat, an den er jeden Tag wiederkehrt, sondern die Arbeitsplätze werden geteilt. Besteht die Möglichkeit, über ein Buchungssystem sich sozusagen im gewissen Vorlauf dort einzubuchen. Wir als Team haben beschlossen, das brauchen wir nicht, wir machen das nicht, sondern wer kommt, der setzt sich, ne? Wer zuerst da ist, der setzt sich eben irgendwo hin und so findet man täglich neue Nachbarn. Das hat sich schon mal verändert. Da legen Sie dann Ihr Arbeitshandtuch drüber, damit sich kein anderer da hinsetzt quasi. Genau, wir wollten also dieses Handtuchlegen vermeiden durch das Buchen. Ne? Beim Buchen kann das ja passieren. Ne? Wer ist als Erster an dieser Buchungsmaschine und sieht zu, dass er sich da eingebucht hat? Nee, das ist völlig unnötig. Und also wir kommen damit sehr gut klar. Wir brauchen das in unserem Team nicht. Andere Teams sehen das anders. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Teams das für sich entscheiden, wie sie damit umgehen. Mhm. Also das ist wirklich jedem freigestellt. Aber die Möglichkeit des Buchens besteht. Das Zweite, was Sie auch in dem Film sehen konnten, sind neue Raummodule. Wir haben also Räume, die sind bewusst eingerichtet für ein anderes Arbeiten, für ein sehr kollaboratives Arbeiten, Zusammenarbeiten in Projekträumen, in Lounges. Große Küchen, wirklich richtig große Küchen, in denen auch gearbeitet wird. Ich weiß nicht, wie das
bei Ihnen zu Hause ist, bei mir zu Hause ist die Küche so der zentrale Platz, wo alles passiert. Das wird auch zunehmend bei uns im Büro so. Ja? Also da ist jetzt nicht nur die Kaffeemaschine, sondern da ist ja ein Riesenraum mit Stehtischen, mit Sitzmöglichkeiten. Und genau das passiert eben auch dort in der Küche. Bei ja? den Partys ist es ja auch meistens ja. die Küche der Ort, wo genau, es aufgehalten genau. wird. Genau, das ist da, wo richtig was los ist, wo was abgeht. Und aber natürlich brauchen wir auch Rückzugsräume, ne? Manchmal auch Situationen, wo man sich mal wirklich konzentrieren muss, wo man mal einen Moment Ruhe braucht, wo man vielleicht auch mal ein Gespräch führen muss, über dem Telefon oder wie auch immer, wo man jetzt nicht unbedingt will, dass jeder das mithört, ja? Wo man auch mal eine gewisse Vertraulichkeit braucht. Dafür gibt es dann eben auch Rückzugsmöglichkeiten. So, das ist so das zweite Element. Das dritte Element, konnte man so ein kleines bisschen in dem Film sehen, ist das Thema mobiles Arbeiten. Also über das, was Sie sozusagen dort anfassbar gesehen haben, haben wir eine Policy im Unternehmen, die heißt, ich kann arbeiten, wann und wo ich möchte. Bedeutet also auch, ich kann unterwegs arbeiten, ich kann im Café arbeiten, ich kann zu Hause arbeiten, also auch Heimarbeit, ja, ist damit ohne weiteres möglich. Und das gibt natürlich ungeahnte neue Freiheiten und Möglichkeiten. Ja, und das letzte Element ist das, wo ich eben gesagt habe, das passiert im Kopf, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das ist für uns das Thema Führung, weil sowas funktioniert natürlich nur, wenn sich auch die Kultur in einem solchen Unternehmen, in einem solchen Team verändert. Das beginnt wie immer mit der Führungskraft, das bedeutet eben auch weg von so einer Präsenzkultur, ja, also wer da ist, der, ne, der leistet, hin zu so eine Ergebniskultur, das hört sich jetzt toll vielleicht an oder auch nicht, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt, ne? Weil man muss ja dann schon sagen, woran messe ich denn das jetzt noch, wie kriege ich das wirklich hin? Und ein deutlich, deutlich stärkeres Thema, was wir wirklich ganz, ganz stark auch kommunizieren, woran wir sehr stark arbeiten mit unseren Führungskräften und Mitarbeitern, ist das Thema Vertrauen auf allen Ebenen. Und das, ja, so hat sich mein Arbeitsplatz auch verändert. Jetzt haben Sie das mit diesen vier, mit den drei quasi fassbaren und dem einen eher virtuellen Punkt erklärt. Ja. Nichtsdestotrotz, Vertrauen ist das eine. Auf der anderen Seite, natürlich, bei Wirtschaftsunternehmen muss unterm Strich etwas dabei rumkommen. Ja. Wir haben auch diese Arbeitswelten gesehen. Das sind ja große Investitionen, die da getätigt wurden und nach wie vor werden. Wie messen Sie den Erfolg dieser Veränderung? Gibt es da eine Skala, wo Sie sagen, wenn wir das und das erreichen, wenn wir diese harten Fakten, diese belastbaren Zahlen haben, dann war das Ganze ein Erfolg? Also natürlich, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind natürlich daran interessiert, dass wir mit diesen Maßnahmen am Ende des Tages profitabler sind. Ja? Und lassen Sie uns auch gar nicht verschweigen, auch ein Thema wie Desk-Sharing, da möchte ich jetzt gar nicht hier ne, anfangen, das irgendwie zu verschweigen, natürlich hat das auch zum Ziel, deutlich effizienter zu sein. Wenn wir Flächen einsparen können, ganze Gebäude abmieten können, weil wir eben sagen, wir brauchen nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz, sondern es teilen sich eben, keine Ahnung, 13 Mitarbeiter, 10 Arbeitsplätze, es kommt immer hin, sind immer genug da, weil immer ist einer krank auf Reisen, der dritte im Urlaub und. Dann bringt das natürlich auch an der Effizienzseite was. Aber das ist, sag ich mal, ein bisschen kurz gedacht. Weil was wir natürlich erreichen wollen, ist ein ganz anderes Thema. Was uns doch treibt, und deswegen fand ich Ihre Einleitung eben sehr schön, sind natürlich genau die Themen Globalisierung und Digitalisierung. Und ich würde mal die Globalisierung als Treiber bezeichnen wollen, also für uns sehr stark als Treiber, ja. Weil wenn ich, und das spreche ich auch wieder gerne von mir selber, ich habe jetzt ein Team, das ist in 10 Ländern, in verschiedensten Zeitzonen. Damit ich damit überhaupt klarkomme, ja, brauche ich ja doch in ein etwas anderes Arbeiten. Erstens sitzen die sowieso schon mal nicht mehr um mich rum, damit fangen wir schon mal an. Also ich sehe die ja sowieso nicht in Person, sondern virtuell. Ich muss eben dort ein anderes Arbeiten finden. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass ich durch die Digitalisierung, und da sind wir als Telekommunikationsunternehmen auf der einen Seite natürlich auch ein Markttreiber, ne? Das ist ja auch unser Geschäft, da müssen wir auch ein bisschen das auch selber tun, wofür wir stehen.
Aber auf der anderen Seite ist das für uns auch ein Riesen-Enabler, so nennen wir das, ja. Also das ist eine Riesenchance, weil die Digitalisierung bedeutet eben, dass wir ganz viele Tools auf einmal haben, Software, hardwaremäßig und Arbeitsmethoden, neue Grundlagen, die wir vorher nicht hatten, mit denen wir eben genau diesen Herausforderungen in der Globalisierung begegnen können und sich damit für uns ganz andere Geschäftsmöglichkeiten auftun. Und vor allen Dingen, wir deutlich, auch das sagen Sie im Film, agiler werden, schneller werden, reaktionsschneller, entscheidungsschneller werden. Ja, und das ist für uns eine ganz entscheidende Botschaft und eine Grundlage, ein Fundament, um am Ende des Tages profitabler und innovativer zu sein. Bevor wir gleich, Professor Fischer, darüber reden, ob das alles auch gesund ist und jetzt auch von Ihrer medizinischen Sicht als positiv einzuschätzen ist, wir haben den dritten Punkt bei Ihnen, genau das mobile Arbeiten. Das wollte ich Ihnen ja nicht vorenthalten. Wir haben Mittwoch kleine Telefongespräche gehabt, um zu gucken, wie wir das heute hier alles machen und wie das inhaltlich läuft. Ich glaube, Professor Fischer lag auf seinem Bett, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch Sie, Frau Weißhaupt, waren zu Hause. Insofern ist dieses mobile Arbeiten tatsächlich angekommen. Jetzt reden wir von Führungskräften in Ihren beiden Fällen. Bei mir als Freiberufler kann ich sagen, ich bin auch Führungskraft, weil ich bin Freiberufler und muss mich eigentlich nur gegenüber Kunden und Auftraggebern rechtfertigen. Aber ist dieses Arbeiten nicht auch in anderen Bereichen schon völlig normal? Dieses 24/7, immer erreichbar sein, immer antworten, immer wissen, dass über genau diese Möglichkeiten ja kein Dead End entsteht, wie man neudeutsch so schön sagt, sondern dass eigentlich jeder von uns, wenn er das möchte und dass dieses Teil oder die Laptops nicht ausschaltet, permanent erreichbar ist. Würden Sie das als jetzt normal bezeichnen, auch in der Arbeitswelt? Was wir in empirischen Daten sehen, wir gucken uns seit 20 Jahren an, wie belastet sich Leute fühlen durch E-Mail und Handy. Und so vor 15 Jahren haben die Manager zu mir gesagt, boah, diese 80 E-Mails, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und haben sich unheimlich gestresst dadurch gefühlt. Ja, 80 E-Mails ist ja gar nichts. Ne? Für Sie nichts, ja. Nicht? Also es ist der Normalzustand von normalen Mitarbeitern heute. Und wir sehen auch empirisch, dass die Menschen sich da offenbar dran gewöhnt haben. Das heißt, wir haben etwas ausgetauscht. Wir haben das im Verkehrsstau stehen, morgens um 8 Uhr versuchen, um pünktlich 8 Uhr auf Arbeit zu sein und 10 Minuten früher noch losfahren unter Ampel, es geht wieder nicht weiter und die ganze Nerverei und dann nachmittags um 5 wieder nach Hause, wieder Teil des großen, sich dahin wälzenden Autoschlange zu sein, haben wir halt ausgetauscht gegen einen anderen potenziellen Stressor, dass da abends um 10, ich sitze gerade schön beim Glas Wein mit der Ehefrau, kommt das E-Mail vom Boss rein, bitte dringend, dack, 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 noch China anrufen. Ne? Und wir müssen jetzt mit diesen neuen Herausforderungen lernen, in einer ordentlichen Weise umzugehen, so wie wir uns an die Dampfmaschine gewöhnt haben. Da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, oh, also schneller als 35 im Zug fahren, das kann lebensgefährlich sein, ein Mensch hält das gar nicht aus. 35 ist ein langsames E-Bike heute, nicht? Ich glaube, dass die Frage mehr darum gestellt wird, und das sehen wir auch in unseren Daten, nicht, was wir da machen, sondern wie wir das veranstalten. Ja? Wir sehen immer mehr, dass Menschen nicht über die Menge an Arbeit klagen, sondern der Stress, der mit den Prozessen damit verbunden ist. Ich habe von einem großen Pharmaunternehmen den Vorstandsvorsitzenden auf einem Gespräch zu seinen Mitarbeitern gehört. Sie können ja gerne dem die E-Mail schicken am Freitagabend, aber wenn einer von Ihnen erwartet, dass er vor Montag 12 Uhr eine Antwort kriegt, dann hat er bei mir Tasse Tee gratis. Ja? Die wollen nicht den Server abschalten. Eine meiner besten Mitarbeiterinnen hat angeheuert, als sie alleinerziehende Mutter von 3 Kindern war. Dann haben wir uns geeinigt, gut, Sie haben einen Arbeitsvertrag über 1740 Stunden im Jahr, ist mir völlig egal, wann Sie das machen. Es interessiert, dass wir die Ergebnisse erreichen. Da habe ich auch mal am Sonntag um 5 eine E-Mail gekriegt, weil da waren die Kinder noch im Bett. Aber für sie hat das gestummen. Also diese Digitalisierung ist eine Chance und eine Herausforderung, wie wir das ordentlich bewältigen. Aber so wie Sie es beide jetzt gerade beschrieben haben, jetzt haben wir das sonntags um 17 Uhr von zu Hause, vom Bett aus, von unterwegs, mit Herrn Professor Helmrich, der ja gleich noch hier hochkommt, habe ich letzte Woche, da war ich in China, hin und her gemeldet, verschiedene Zeitzonen. Das heißt, diese räumliche und zeitliche Entgrenzung, sie ist definitiv da. Da brauchen wir nicht von der Zukunft zu reden, sondern sie ist jetzt da.
Also, wenn man dann empirisch Daten anguckt, das Bundesarbeitsministerium hat eine repräsentative Stichprobe laufen, wo sie Beschäftigte fragen, und das soll möglichst repräsentativ für die Bundesrepublik sein. Und wir wollten das analysieren, und es war dann eigentlich, oder wir analysieren den Datensatz auch, es war dann wiederum überraschend, wie klein der Anteil der entgrenzt arbeitenden Menschen aktuell ist. Also wo das zutrifft, was Sie sagen, vielleicht ist es unter ein Sechstel. Ja. Und sehr viele sind noch in sehr traditionell verhafteten Organisationsformen unterwegs, wo man vielleicht durch den Einzug der Digitalisierung beim einen oder anderen die Frage stellen könnte, geht das nicht auch im Homeoffice? Mhm. Beispiel ist unsere Universität, es gibt eine Regel, Sie dürfen Homeoffice nur haben, wenn Sie ein behindertes Kind zu Hause zu pflegen haben. Dabei kann man eine wissenschaftliche Arbeit oder eine Statistik durchaus auch zu Hause auf dem Sofa rechnen. Ich würde da gerne ein Beispiel hinzufügen. Ich denke, was Sie gerade auch gesagt haben, im Endeffekt ist natürlich, was macht man draus, ne? Also das entgrenzte Arbeiten ist da. Bei uns ist es eindeutig da in der Firma. Aber was macht man draus? Und würde gerne eine Story erzählen, die mir passiert ist, wo ich sagen musste, wow, eine Mitarbeiterin, ich habe ja gesagt, ich habe mehrere in diversen Ländern. Eine meiner Mitarbeiterinnen hatte ja nun gehört, dass ich gesagt habe, wir haben Future Work, ne? Mobiles Arbeiten. Ihr könnt alle arbeiten, wann und wo ihr wollt, mir egal. Ergebnis ist das Thema. Ne? So. Hat sich dann gedacht, naja, das nehme ich jetzt auch mal wirklich ernst. Und das fand ich super. Was sie gemacht hat, ist Folgendes. Sie rief bei mir an und sagte ja im Übrigen, nächste Woche, sie arbeitet aktuell jetzt im Moment in den Niederlanden, nächste Woche arbeite ich dann bei meiner Kollegin in der Schweiz mit im Büro. Ich sage, aha, okay, gut, ja, aber du weißt, dass ich dir jetzt den Flug und so weiter nicht bezahle. Dann sagt sie, ja, das ist mir schon klar, aber du hast ja gesagt, wir können arbeiten, wann und wo du willst. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir den Flug gebucht, meine Wohnung hier, die wohnt in Utrecht, habe ich jetzt über Airbnb vermietet. Damit habe ich ja auch dann die Flugkosten wieder drin. Und damit bleibe ich am Wochenende dann bei der Kollegin in der Schweiz, gehe mit der Skifahren und Montagmorgen sitzen wir dann gemeinsam bei der halt im Großraumbüro. Ist ja egal, in welchem Großraumbüro ich sitze. Ich sage, klar, super, mach das so. Ich muss sagen, ich war tief beeindruckt, weil die Kreativität, diese positive Haltung und das Suchen von Chance in der Situation. Also da war ich noch nicht so weit. Jetzt haben Sie beide das gerade eher mit Chancen, also sagen wir mal positiv gewertet, diese ganze Veränderung. Wenn man sich so umschaut, dann gibt es aber trotzdem, ich hatte vorhin den vergangenen Sonntag erwähnt, der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte irgendwie Versammlungen und alle Äußerungen, die mit diesen ganzen Arbeitswelten der Zukunft, mit Digitalisierung, mit dieser zeitlichen und räumlichen Entgrenzung zu tun haben, waren eher negativ als positiv. Immer eher auf die Risiken geschaut als auf die Chancen. Das ist auch nicht ganz falsch, ne, Herr Professor Fischer, da hatten wir am Telefon schon drüber gesprochen. Könnten Sie das nochmal aus der medizinischen Sicht eingrenzen, wo da so ein bisschen die Linie ist, die man nicht überschreitet? Sollte. Die Kritik der Gewerkschaft daran erfolgt zum Teil, weil sie tatsächlich erleben, dass das Ganze veranstaltet wird in einem Betriebsklima, was sich eher so, wie man chirurgische Assistenzärzte definiert, abspielt, Haken und Schnauze halten. Ja? Wenn Sie in so einem Führungskultur unterwegs sind und dann in grenzes Arbeiten verlangen und dann noch Druck aufsetzen, dann verpassen Sie natürlich, dass das eine Chance sein könnte. Dann kann das sehr wohl zu einer Belastung werden. Wenn man aber empirisch die Daten anguckt, dann ist beispielsweise bei 55-Jährigen, die im Dreischichtbetrieb vorwärts, rückwärts oder seitwärts rollierend arbeiten, die gesundheitliche Belastung bedeutsam höher, als sie je durch diese Art von entgrenzten Arbeiten stattfindet. Es ist auch eine Irrmeinung zu glauben, dass Arbeit grundsätzlich nur krank macht. Das wird ja auch so portiert. Wir haben sehr, sehr gute Daten, dass für die Mehrzahl der Menschen Arbeiten eher zur Gesundheit beiträgt, weil Arbeit sozialen Zusammenhalt stiftet und weil der Tausch, dass ich jetzt keinen eigenen Arbeitsplatz mehr habe, aber wahrscheinlich, nehme an, bei Ihnen gehört dem Team ein bestimmter Arbeitsbereich. Nee, damit haben die trotzdem ihre Heimat, so wie man früher halt seine Höhle als Clan hatte. Da hat auch nicht einer den Stein dritte Säule rechts gehabt in der Höhle. Sondern sie teilen einen bestimmten Raum, in dem sie soziale Beziehungen veranstalten. Und wenn sie das gut gestalten, dann können da sehr sinnstiftende, freudeschaffende Beziehungen, soziale Anerkennung schaffende Sozialräume entstehen. Und das ist das, was Menschen sogar eher gesund hält. Das heißt,
die Diskussion ist falsch aufgezogen. Man sollte viel mehr darauf gucken, welche Ressourcen kann Arbeit stiften, also welche Dinge, die einen ermöglichen, Freude bei der Arbeit zu erleben. Soll ja, aber anscheinend ist es in Deutschland verboten, dass man Freude bei der Arbeit haben könnte oder dass man darüber schreibt. Wir sehen nur empirisch in unseren Daten, wir haben uns mal erlaubt, 30.000 Leute zu fragen, wenn sie morgens aufwachen, freuen sich darauf, zur Arbeit zu gehen. Und ganz, ganz großes Erstaunen, dass die Leute, die sagen, stimmen voll zu überdurchschnittlich häufig in der Abteilung, dass A, diese Abteilungen mehr Geld verdienen und dass B, die Menschen auch gesünder sind. Mhm. Komisch, kann uns keiner erklären. Nicht? Das heißt aber, wenn wir jetzt wieder in die Zukunft blicken, aus dieser Erkenntnis heraus, aus Ihrer medizinischen Perspektive, was fordern Sie da eigentlich? Wie muss sich dieser Arbeitsplatz der Zukunft darstellen? Jetzt weiß ich, wir sprechen immer generalisierend über den Arbeitsplatz der Zukunft. Wir kommen gleich noch auf eine andere Berufsgruppe zu sprechen, wo es dann wieder anders ist, wo man mit Sicherheit nicht räumlich und zeitlich entgrenzt arbeiten kann. Aber wenn wir es mal versuchen zu verallgemeinern, worauf muss da mehr geachtet werden, damit das genau, was Sie gerade beschrieben haben, vielleicht flächendeckender stattfindet? Ich glaube, dass wir mehr noch darauf achten müssen, wie können wir die Faktoren der Arbeit, die dazu führen, dass man sagt, ich gehe da gerne hin und abends nach Hause gehen und sagt, das war wirklich auch was Sinnvolles. Ja, wie können wir das stärken? Wie können wir diese Dinge stärken? Sie haben das Vertrauen genannt. Ja, es soll auch nicht verboten sein, jemandem mal zu sagen, Sie haben da wirklich nett gelächelt, danke. Nicht? Ist mir auch schon aufgefallen. Danke, genau. So. Oder jemandem zu sagen, das hat jetzt uns sehr viel weitergeholfen. Also all die Dinge, die Sie beitragen können, dass die in einer Kindererziehung als ganz normal gelten, aber sobald wir 18 sind, braucht man Mensch die überhaupt nicht mehr, dass wir das machen, dass wir überlegen, ja, wenn wir schon so Entgrenzung machen, wie gucken wir die Prozesse an, müssen die so sein, wie sie sind, oder können wir die nicht anders gestalten, sodass da weniger Stress drin ist? Menschen kommen mit einer bestimmten psychischen Konstitution zur Arbeit und die ist nicht zwingend stabiler geworden. Und die Möglichkeit, dass man heute noch Arbeit machen kann, ohne das Großhirn einzuschalten, die nimmt zunehmend ab. Mhm. Früher konnten Sie zu BMW ans Band gehen und sagen, okay, hier 12 Schrauben, das ist immer der gleiche Kotflügel, ich kann eigentlich an meine Freundin denken oder ans Bier trinken oder ich weiß nicht was, ich muss da einfach immer 12 Schrauben reinmachen. Selbst am Band bei BMW geht es nicht mehr. Da kommt ein Sechser, der nach China geht, dann kommt ein Siebener für USA, dann kommt ein, ich weiß nicht was für so und so, dann kommt ein Fünfer vorbei, jedes Mal ein anderes Auto und Sie müssen was anderes machen. Also selbst die manuellen Arbeiten sind sehr viel mehr von Kopfarbeit geprägt. Und wenn Sie in Beziehungsarbeit gehen, Krankenhaus, Altenpflege, Kindergärten, dann geht es nicht ohne das Hirn einzuschalten. Mhm. Also jetzt müssen wir darüber nachdenken, wenn man mehr Hirn braucht, wie müssen wir Arbeit veranstalten, dass Gehirn auch unterstützt wird, dass wir es gut gießen. Und das ist jetzt genau quasi die Umkehrung dessen, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was ein Arbeitgeber eigentlich tun kann, damit die Arbeitnehmer dort gesünder arbeiten, erfolgreicher arbeiten. Umgekehrt, was fordern Sie denn für Kompetenzen von Ihren Arbeitnehmern? Sie müssen ja auch etwas mitbringen. Es kann ja dann nicht sein, dass sonntags bei Ihrer Service-Hotline angerufen wird, weil irgendeine Verbindung nicht steht, weil irgendwelche technischen Probleme da sind. Denn dieses räumlich entgrenzte Arbeiten, es erfordert mal zumindest eins, zumindest im kommunikativen Bereich, Verbindung. Ja, ganz genau. Ja, Kompetenzen. Kompetenzen, die zunehmend gefragt sind und die zunehmend wir auch einfordern und einfordern müssen und auch trainieren. Ich würde mal das eine Thema, wir nennen das so ein bisschen Fremdwort Digital Literacy. Was bedeutet das? Es ist so die Fähigkeit, die Digitalisierung zu gestalten, mitzunehmen und nicht sich über sich ergehen zu lassen, ja, sondern sie mitzugestalten. Und dazu gehört dann auch ganz stark die Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Tools einzulassen. Also sehr starke Veränderungsbereitschaft und gerade so im Softwarebereich, ja, immer wieder was Neues. Also ständig habe ich neue Tools, mit denen ich irgendwie mich treffen kann, mit denen ich Projekte manage, mit denen ich irgendwie in Kontakt trete, mit denen ich Communities organisiere und alle 3 Minuten habe ich eine neue App. Wir haben ja wahrscheinlich auch ganz viele Apps und ganz viele davon nutzen sie nicht. Und so ist das natürlich auch. Aber diese Bereitschaft dort brauchen wir ganz, ganz stark. Von den, ich sag mal, harten Skills sind es natürlich das, was in der Vergangenheit und heute andauernd Themen wie Fremdsprachenkenntnisse sind, so sind auch Programmiersprachen Sprachen. Und desto mehr Maschinen und künstliche Intelligenz Einzug halten, desto mehr
muss man mit denen auch sprechen können. Ja? Und das sind dann eben Programmiersprachen. Das heißt, hier ganz eindeutig, gerade in einem Ort einer Universität, definitiv brauchen mehr Skills in diese Richtung. Und alles rund um Daten, ne? Weil das Futter für Maschinen, für Futter, für all diese Dinge sind Daten. Und in der Lage zu sein, damit das zu begreifen, umzugehen, sie auch auswerten zu können in der Art und Weise und dass die Ableitungen aus diesen Massen von Daten auch treffen zu können, das ist so das auch nochmal als Hard Skill. Und als Letztes vielleicht noch eine Bemerkung, was ganz wichtig ist, und das ist auch nicht leicht, das ist das Thema Selbstorganisation. Weil natürlich, Freiheit hat dann auch eine andere Seite. Ne? Freiheit hat, mobiles Arbeiten bedeutet ganz viel Freiheit, aber diese Medaille hat eben eine andere Seite und die heißt eben auch Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das, was Sie eben angesprochen haben, Herr Professor Fischer, auch mal in der Lage zu sein, das Handy auszuschalten. Na, wir sind inzwischen so weit, dass wir tatsächlich, also nächste Woche nehme ich an einem Training teil, das nennt sich Digital Detox. Hm. Wie, also so weit ist es. Ne? Das hört sich ja, das hätte man vielleicht vor 10 Jahren nicht gedacht, dass es sowas mal geben muss. Aber doch, das muss es geben. Und es ist auch wichtig, dass wir auch als Unternehmen da unseren Beitrag leisten und solche Angebote auch ganz bewusst platzieren, weil die Leute müssen auch abschalten können und das Ding mal im Garten vergraben. Und dann gehe ich da nicht dran. Und dann fühle ich mich auch nicht schlecht und denke da immer dran, das ist ja da im Garten vergraben und könnte da klingeln. Ne? Nein, das ist völlig in Ordnung. Aber diese, ja, diese Selbstverantwortung auch zu übernehmen, ist für mich auch eine Kompetenz, die ganz wichtig ist. Ein ganz wichtiger Hinweis. Jetzt würde ich gerne inhaltlich einen relativ harten Break machen, bevor wir Professor Helmrich hier oben noch begrüßen. Ich würde gerne auf eine Berufsgruppe zu sprechen kommen, einfach mal exemplarisch für alle die, wo es, sagen wir einfach mal, nicht möglich ist, räumlich und zeitlich in Grenzen zu arbeiten. Beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher. Wie soll das gehen? Sollen die von zu Hause die Kinder betreuen über Skype oder so? Wie geht diese ganze menschliche Interaktion vonstatten? Wie könnte da das Arbeiten der Zukunft aussehen? Wie kann man das moderner gestalten als tatsächlich von 7 bis 19 Uhr, was es ja angeblich flächendeckend so bald gar nicht mehr geben kann oder wird? Ich glaube, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis wir bereit sind, unsere Kinder einem ferngesteuerten Roboter, wo die Erzieherin zu Hause am so Supervisionsbildschirm sitzt, wie heute die Zugüberwachung an irgendeinem Stellwerk. Das wird nicht gehen. Und ich glaube auch, wenn irgendeiner hier die Wahl hätte, zum digitalen Arzt zu gehen oder zum Arzt, der ein richtiges Gespräch mit Ihnen führt, dann werden die Mehrheit wird den richtig echten Beziehungsarzt wahrnehmen, der kann gerne durch alle möglichen digitalen Avatare in seiner Entscheidungsfindung unterstützt werden. Aber wenn er Ihnen sagt, Sie, Ihnen empfehle ich das, kommt einfach anders rüber. Das heißt, es wird Arbeitsbereiche geben, die durch diese moderne digitale Welt so nicht funktionieren, die aber auch von der betroffen sein wird. Die Kindergartenöffnungszeiten, Ansprüche haben sich ausgedehnt. Die Belastung für die Erzieherinnen ist, es sind immer noch die alten Betreuungsschlüssel, die sehr tradiert sind, die aber aus einer anderen Welt kommen, wo Kinder auch noch anders unterwegs waren, wo Kinder in Straßenzügen aufgewachsen sind, wo andere Kinder die miterzogen haben. Wir sehen eine deutliche Zunahme der entwicklungs- und verhaltensauffälligen Kinder. Damit nimmt die Belastung für die Erzieherin zu und sie können vielleicht 3 Stunden, so einen klaren Vormittag von 9 bis 12, auch eine Gruppe von 20 Kindern, die laut toben, aushalten. Aber wenn sie das auf einmal auf 6 Stunden ausdehnen, dann funktioniert das nicht mehr. Wir müssen also darüber nachdenken, wie wir die Funktionen, die wir abgeben an den Kindergarten, wie wir das mit anderen Strukturen hinterlegen. Wie machen wir einen Kindergarten, angefangen vom Gebäude bis zur Gruppengröße, der so funktioniert, dass die, die die Arbeit machen, eine gute Arbeit da machen können. Und da läuft einiges falsch hier. Da läuft einiges falsch. Damit verbinden wir direkt eine nicht ausgesprochene Forderung. Und ich würde das gerne hierbei mal belassen, einfach mit der Erkenntnis an der Stelle, dass es definitiv noch viele Ausnahmen gibt und dafür auch die Lösung erstmal gar nicht so unbedingt auf der Hand liegen. Und jetzt würde ich gern diese Runde einmal erweitern, nämlich wir haben jetzt sehr persönlich, sehr individuell gesprochen und jetzt geht es um die Arbeitswelten in Deutschland. Wir wollen mal so ein bisschen einen verallgemeinernden Blick darauf werfen und da gibt es ja in Deutschland
das BIP, also das Bundesinstitut für Berufsbildung, und das befasst sich genau mit diesen Themen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Robert Helmrich. Er ist der Arbeitsbereichsleiter der Abteilung für Berufsbildungsforschung und Berufsbildungsmonitoring. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich habe es gesagt, Sie haben so ein bisschen den Überblick über das, was wir jetzt gerade vielleicht anhand von ein paar Beispielen erklärt und erlebt haben, auch in diesem Film gesehen haben. Vielleicht können Sie uns in wenigen Sätzen einmal sagen, womit Sie sich tagtäglich beschäftigen und was da so die Herausforderungen sind. Wir haben gesagt, wir wollen nicht zu sehr auf die lokalen Unterschiede eingehen, weil davon gibt es zu viele. Aber vielleicht erklären Sie das einfach mal. Ja, vielen Dank. Bundesinstitut für Berufsbildung bedeutet, wir beschäftigen uns im Bundesinstitut mit den Ausbildungsordnungen für Berufe. Wenn man das macht, und Sie wissen, das ist genauso wie beim Hochschulstudium, man erlernt einen Beruf, wechselt dann rüber in seinen Erwerbsberuf. Naja, die Qualifikationen, die Kompetenzen, die man mitbekommen hat, sollten eigentlich, so wäre es perfekt, das ganze Leben übereinander halten. Man könnte damit eigentlich sein ganzes Leben, sein Arbeitsleben bestreiten, ist aber natürlich nicht so. Viele von Ihnen haben auch nicht den Beruf, den Sie mal erlernt haben. Sie wechseln. Die Veränderungen am Arbeitsmarkt, die Anforderungen, die betrieblichen Anforderungen verändern sich ständig. Und daran muss man sich natürlich anpassen. Anpassen im normalen Berufsleben, das kennen wir alle über Weiterbildung, Fortbildung und so weiter. Aber wie ist das denn, wenn sich die Berufe grundsätzlich verändern, wenn sich auch Berufe wegfallen, aus welchen Gründen auch immer? Und deswegen ist es sinnvoll und notwendig, dass wir einmal für die Ausbildungsberufe, wir machen es natürlich auch für die akademischen Berufe, weil das ist ja im Prinzip ein großer Bereich zusammen, der zusammengehört. Wir schauen uns an, wie die Arbeitsmarktentwicklungen sind. Da gibt es verschiedene Gründe, warum Angebot und Bedarf, warum die Nachfrage der Wirtschaft und das, was an jungen Leuten auf den Arbeitsmarkt kommt, ein bisschen auseinanderläuft. Das hängt damit zusammenhängen, dass Berufe nicht attraktiv sind, dass die Löhne nicht stimmen, dass die Arbeitsbedingungen, die physisch-sozialen Arbeitsbedingungen nicht so sind, dass man dort gerne in diesem Beruf arbeitet. Oder sie sind perfekt und deswegen wird dieser Beruf überrannt. Viele Gründe. Und einer dieser Gründe ist, oder kann es natürlich auch sein, dass durch veränderte Situationen auf dem Arbeitsmarkt durch neue Technologien, wie jetzt im Augenblick die Digitalisierung, natürlich solche Berufe sich verändern, weniger oder mehr nachgefragt werden. Und unsere Aufgabe ist es eben, den Arbeitsmarkt zu betrachten mit dem Ziel, Ausbildung, Ausbildungsordnungen, aber auch so ein bisschen das Mengenverhältnis zu beobachten und Informationen an die Kollegen der Ordnungsabteilung zu geben oder eben auch für die Allgemeinheit Hinweise zu geben, wo es denn zu Mismatches, wo es zu Reibungsverlusten kommen könnte. Digitalisierung, Sie haben es gesagt. Ich habe auch vorhin schon vorweggenommen, dass Sie mir gesagt haben, dass Sie nicht glauben, dass es nur 4 Megatrends sind, sondern Sie sagten, es sind, glaube ich, 12. Genau. Aber fragen Sie mich jetzt nicht alle ab. Wir fragen die nicht ab. Ich wollte das nur noch mal als Hinweis nehmen, wenn Sie daran interessiert sind, auch später. Alle werden zumindest noch 2-3 Minuten da sein, mit Ausnahme von Professor Fischer, der dann tatsächlich direkt Richtung Siegburger ICE-Bahnhof sich aufmachen wird. Wenn Sie jetzt Punkte haben, schreiben Sie sie gerne auf diese gelben Zettel und die beiden Kollegen mit den grauen Hemden, dort hinten steht einer, genau, da sind sie beide, die würden das dann einsammeln, Stück für Stück. Dann können wir das hier in die Diskussion noch einbauen. Es müssen nicht nur Fragen sein, es können auch Hinweise sein, eigene Erfahrungen, aber wir sind sehr, sehr an Ihren Meinungen interessiert. Jetzt, wir haben uns auf diese Digitalisierung so ein bisschen eingeschossen. Ich habe ein spannendes Zitat von Ihnen. Sie nennen das, wenn wir jetzt wieder deutschlandübergreifend schauen, Digitalisierung ist so ein bisschen die Beschleunigerin des Strukturwandels. Und ein zweites Zitat, auch wenn Ihnen der Begriff Polarisierung in Bezug auf Deutschland nicht gefällt, es gibt so etwas wie eine Polarisierung des Arbeitsmarktes. Vielleicht können Sie diese beiden Zitate einmal erläutern. Ja, ich fange am besten mit der Polarisierung an, weil das ist nur ein bisschen. Polarisierung, kommt aus einer angelsächsischen Diskussion, aus einem theoretischen Ansatz heraus, der sagt, eingesetzt werden, ist besser, aber sie greifen natürlich in gewisser Weise auch in den Arbeitsmarkt ein, dort, wo sie umgesetzt werden, wo sie genutzt werden, das sind gerade die Tätigkeiten, die sehr stark routineartig behaftet sind, die man also am ehesten programmieren kann, die man am ehesten durch Computer bis hin zu künstlichen Intelligenzen ersetzen kann. Und man hat in Studien untersucht,
wie groß denn dieses Potenzial bei Tätigkeiten ist, die im Augenblick auf dem Arbeitsmarkt ausgeführt werden. Und da kamen zwei Kollegen aus Oxford auf der theoretischen Ebene, auf der hypothetischen Ebene zu dem Ergebnis, dass 47% der Arbeitsplätze wegfallen würden. Das ist aber nur eine hypothetische Annahme. Also diese Zahl hat erstmal keine reale Grundlage, keine empirische Grundlage, sondern eine reine theoretische Grundlage, da diese Tätigkeiten wären möglich zu ersetzen durch Computer. Und Sie haben was Zweites herausgefunden, und das hat dann diese Polarisierungsthese nach oben getrieben. Das sind vor allen Dingen die beruflichen Qualifikationen, die in der Mitte sich befinden unseres Qualifikationspotenzials. Also das sind vor allen Dingen diejenigen, die beruflich qualifiziert sind, die eine manuelle Tätigkeit ausüben, eine industrielle Tätigkeit ausüben. Das sind weniger die Ungelernten und das sind vor allen Dingen auch weniger die Akademiker. Und dann kam man zu dieser Polarisierungsannahme. Bei den einen in der Mitte wird es weniger, bei den anderen steigt es entsprechend an. So, das ist die hypothetische Annahme. Das ist die theoretische Ableitung daraus und in der Realität finden wir es nicht. Wir finden nicht diese Polarisierungstendenzen. Wir finden etwas, nämlich ein Upgrading von Skills, ein Anstieg von Qualifikationsanforderungen, von Anforderungen am betrieblichen Arbeitsplatz. Das haben eben die beiden Herrschaften schon sehr ausführlich beschrieben, wie das in ihren Kontexten der Fall ist. Also die Anforderungen steigen, das ist tatsächlich der Fall, aber wir haben nicht eine Bewegung, die in eine Polarisierung hineingeht, sondern eben in eine links- oder rechtsschiefe Verteilung, je nachdem, wie man das sich betrachten möchte. Und das ist das Besondere, das Ganze bewegt sich in einer höheren Geschwindigkeit als in der Vergangenheit. Denn das, was wir jetzt über Digitalisierung sprechen und die Ersetzbarkeit, das hatten wir, diese Diskussion gab es auch schon vor 20 Jahren im Kontext der Automatisierung. Nur waren die Abstände der Entwicklung viel langsamer. Der Unterschied jetzt ist, Digitalisierung funktioniert weitaus schneller, führt sehr viel schneller zu Ersetzbarkeiten und zu Veränderungen am Arbeitsplatz. Ein Strukturwandel, den wir sowieso schon kennen aus der Vergangenheit, wird durch die Digitalisierung und in Folge dann auch durch die künstliche Intelligenz beschleunigt. Aber es ist eigentlich eine Entwicklung, die wir auch in der Vergangenheit hatten, die wir eigentlich seit jeher haben, dann immer, wenn wir technologische Entwicklungen auf den Arbeitsmarkt einsetzen. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen ins Detail, in die Branchen rein, in die Arbeitsmärkte. Gibt es Branchen, bei denen Sie sagen, oh, da wäre es jetzt vielleicht für die Studierenden, die hier vor Ort sind, nicht so ratsam, sich da noch zu bewerben, weil darüber könnte man sich aufgrund Ihrer Forschung Gedanken machen. Und auf der anderen Seite, gibt es irgendwelche Bereiche, wo Sie sagen, das wird ganz klar wachsen? Ich fange mit dem Wachsen an. Ganz klar wachsen, weil das ist allgemein in der Diskussion, ist der Gesundheitsbereich, der Pflegebereich, der Erziehungsbereich. Das ist auch ein notleidender Bereich, der auch gleichzeitig eben nur begrenzt durch digitale Ersetzbarkeiten überhaupt ansatzweise aufgefangen werden kann. Da ist also großes Potenzial, sowohl auf der Bedarfsseite als eben auch, wenn man es irgendwie möglich machen kann, auf der digitalen Ebene, um da etwas mehr an Potenzial zu schaffen. Also, das ist ein Engpassbereich, absolut. Wenn Sie mich danach fragen, wo sich vielleicht Studierende oder Berufsabsolventen nicht hinbewegen sollten, dann würde ich Ihnen sagen, die gibt es nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wir laufen zumindest nach den jetzigen Abschätzungen nach und nach immer stärker in eine Vollbeschäftigungssituation in Deutschland hinein. Es gibt bestimmte Bereiche, es gibt ganz eindeutig bestimmte Bereiche, die stärker unter der Digitalisierung leiden werden und andere, die etwas weniger unter leiden werden. Nichtsdestotrotz ist aber sowohl das Berufsbildungssystem als auch das akademische System eigentlich so aufgestellt, dass man mit dem Berufskonzept ja nicht nur eine spezielle, ausschließlich eine Tätigkeit ausüben kann, sondern man wird verschiedene, man ist dafür qualifiziert, verschiedene Tätigkeiten auszuüben. Mein Lieblingsbeispiel, wenn Sie es erlauben, ist die Energiewende. Wir hatten vorher große Kraftwerke, die haben wir immer noch. In den Kraftwerken sind hochqualifizierte Mitarbeiter drin. Jetzt haben wir die Energiewende, destationäre Anlagen, Windkraftanlagen, dezentralisiert auf dem Land verteilt. Frage: Haben diejenigen, die vorher im Kraftwerk gearbeitet haben, haben die die Kompetenz, auch mit den erneuerbaren Energieanlagen umgehen zu können? Ja, haben sie. Der einzige Unterschied ist, das sagen sie nämlich alle, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Sektor, sie haben diese Kompetenz. Der einzige Unterschied ist nur, diese Tätigkeit ist jetzt viel anspruchsvoller und abwechslungsreicher. Was ist anspruchsvoller? Nämlich die Tatsache, dass sie etwas, was sie schon auch in ihrer Ausbildung gelernt haben, nämlich mit anderen Menschen umgehen zu können, zu kommunizieren, etwas denen zu erklären und auch die technischen Kompetenzen, beide jetzt in verstärktem Maße einbringen müssen. Im Kraftwerk hat man seine Gerätschaften repariert,
pariert, musste bestenfalls auf Du zu Du mit einem Kollegen kommunizieren. Und jetzt muss man mit jemandem kommunizieren, dem man auch was verkaufen will, dem man auch beraten muss. Die kommunikative Fähigkeit, die haben wir. Die wird auch in der Berufsausbildung vermittelt, die wird auch im akademischen System vermittelt. Die hat man, sie wurde bislang im Kraftwerk weniger nachgefragt und dies ist jetzt gestiegen. Das heißt, wichtig ist, dass man in der beruflichen Qualifizierung und auch in der akademischen Qualifizierung immer mitnimmt, wir müssen als Menschen in der Lage sein, das, was die Maschinen tun, anderen Menschen zu erklären. Und wenn wir das können, dann haben wir einen guten Platz in der Arbeitswelt. Diejenigen, die zu nah an der Maschine sind und nur mit dieser kommunizieren, haben über kurz oder lang natürlich das Problem, dass sie ersetzbar sind. Das nehmen wir jetzt mal so mit. Dann würde ich Sie bitten, auch in unserer Runde Platz zu nehmen. Und ich würde euch mal den ersten Schwung Fragen abnehmen und den schon mal mit in die Runde mit einschmeißen. Danke sehr. Oh, ich hoffe, dass ich das alles lesen kann. Vielleicht nehmen wir das mal so als kleinen Übergang, Professor Hemmrich. Was glauben Sie denn, wie wird sich aufgrund dessen, was wir jetzt auf der einen Seite von Frau Weishaupt und Herrn Professor Fischer gehört haben, auf der anderen Seite, aufgrund dessen, was Sie uns gerade erzählt haben, die Ausbildung verändern? Was wird da generell in den nächsten Jahren anders werden? Worauf können wir uns da einstellen? Also, wir werden versuchen müssen, unsere Ausbildungsordnungen etwas breiter, die sind sowieso schon von Grund her sehr technikoffen definiert, aber wir müssen natürlich in einem kürzeren Abstand auch immer wieder überprüfen, ob die Ausbildungsordnungen so richtig aufgestellt sind, wie wir sie in der Praxis umsetzen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Bundesinstitut auch sehen. Das heißt auch, wir müssen kontinuierlicher den Arbeitsmarkt beobachten, wo Friktionen entstehen. Und ganz ehrlich, die größere Gefahr ist, das Problem ist nicht die Digitalisierung an sich, denn die Arbeitsplatzverluste und die Veränderungen sind überschaubar, begrenzt überschaubar. Sie sind vergleichsweise geringer als die Veränderungen, die sowieso schon von jeher immer entstehen, von einer Generation zur nächsten Generation. Was aber das Problem ist, wir laufen dahin, dass technologische Entwicklungen den Menschen vielleicht in bestimmten Bereichen irgendwann mal überflüssig machen. Und wenn diese technologische Singularität eintritt in bestimmten Bereichen, dann müssen wir uns natürlich sehr wohl darüber im Klaren sein, wie wir mit Beruf, mit Qualifikation und auch mit Sozialsystemen umgehen. Das ist aber ein Problem, was wir nicht jetzt haben. Das ist ein Problem, was wir in 50 oder 100 Jahren haben. Aber besser, wir fangen jetzt darüber an nachzudenken, wie wir unser System ausrichten, als wenn uns das dann erst in 20 Jahren auf die Füße fällt. Da kommen wir auch direkt zu dem Folgepunkt. Sie haben beide da ein bisschen gezuckt. Sie möchten wahrscheinlich sagen, dass dieser Zeitraum vielleicht etwas kleiner, etwas kürzer ist. Was sehen Sie denn für Chancen, Herr Professor Fischer, dass genau das, dieses Wohlbefinden, diese Sicherheit, diese medizinischen Gesundheitsaspekte in der Ausbildung stärker verankert werden, als sie das jetzt schon sind? Also ich möchte erstmal ein kleines bisschen widersprechen. Wir sehen doch schon seit über 30 oder 40 Jahren, dass bestimmte Berufe verschwinden. Der Setzer, den gibt es nicht mehr. Den Hersteller von Chromzierstangen bei Autos kann man heutzutage auch nicht mehr unbedingt viel Geld mitverdienen. Wenn Sie Autofabriken angucken, der Schweißer ist völlig ausgestorben. Wenn Sie in die Keramikherstellung gehen, da machen Roboter die Keramiken und irgendwo sitzt noch ein vereinzelter Mensch, weil irgendeine kleine Tätigkeit noch nicht erfunden ist. Und wenn ich an die Ausbildung von Ärzten denke, für die ich mit zuständig bin, da tun wir auch immer noch so, als hat der Hausarzt nichts als ein Wählscheibentelefon und seine Fachbücher zu Hause stehen und sollte möglichst das Wissen im Kopf haben und wohnt oben am Berg und ist nach dem Bürgermeister und dem katholischen Pfarrer die wichtigste Bezugsperson im Dorf. Das hat sich aber geändert. Das Wissen ist total verfügbar und in fast allen Berufen, in denen ich die Ausbildungsgänge beobachte, ist die viel nachgefragtere Kompetenz, etwas beurteilen zu können und auch etwas darauf beurteilen zu können, ob nicht irgendwo um die Ecke herum schon wieder eine Neuigkeit ist, die man sich aneignen müsste. Ich lerne jetzt gerade das vierte Statistikprogramm, weil sich die Mode geändert hat. Ja, jetzt sagen mir alle Nerds, dass man R können muss. Nicht? Also habe ich mir ein dickes R-Buch gekauft. Mein Gott, nicht? Jetzt habe ich Data gelernt und vorher SAS und jetzt muss ich halt R lernen. Und diese Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und das dann auch zu lernen. Das trainieren wir noch viel zu wenig. Da wird in den Ausbildungen in meiner Sicht immer noch viel zu viel ankreuzbares Wissen abgefragt, was in jeder Wikipedia nachzuschlagen ist. Und da
ist ein Wandel gefragt, wie können wir die Menschen befähigen, dass sie eine Beurteilungskompetenz und eine Integrationskompetenz erwerben von Wissen. Das braucht man sehr weit runter, weil die klassische Bürokauffrau, die wird es bald nicht mehr geben. Frau Weißhoff, das ist quasi Ihr vierter Punkt. Ne? Das ist das Erkennen dessen, was auf der anderen Seite gerade eigentlich auf allen Ebenen passiert. Ich würde gerne für die Ausbildung heraus noch mal ergänzen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich denke, das alte ist ja wirklich kein neuer Begriff, lebenslange Lernen, das zu verankern in den Köpfen der Auszubildenden, aber darüber hinaus auch die Kompetenz, wie schaffe ich es denn, mir Dinge selber beizubringen? Also all das zu nutzen, was da draußen ist, ja? Wie viel lernen wir, also ich kann das zumindest für mich sagen, aus YouTube-Kanälen, wo ich dann mal gerade reinflippe, ja? Wo ich dann mal gerade irgendwelche Austauschplattformen habe. Die Hälfte der Informationen kommt über LinkedIn, die dritte kommt über Fragen Sie mich was, also ne, diverse Kanäle. Und das zu nutzen und immer wieder zu bedienen, glaube ich, das ist auch eine Kompetenz, wo die Ausbildung sich gut tun würde, noch stärker darauf einzugehen, damit Leute in die Lage versetzt werden oder unsere jungen Menschen in die Lage versetzt werden, selber die Kompetenz zu haben, sich zu helfen. Also da passt Selbsthilfe. Passt das nicht nur für junge Menschen. Meine jetzt fast 90-jährige Mutter rief mich neulich an, meine Batterie war alle. Dann habe ich halt auf YouTube geguckt, wie ich das wieder auflade und die Kabel richtig anschließe und jetzt fährt mein Auto wieder. Aber genau dazu passt eine Frage aus dem Publikum. Hier steht nämlich Bildung oder Ausbildung. Erstmal Ausrufezeichen, Fragezeichen. Also das passt genau in diese Richtung. Es hört scheinbar nie auf. Und zweitens, wie muss Bildung heute geschaffen sein, das kann hier nicht genau sein, um Teil für die Arbeitswelt der Zukunft zu sein? Also wie müssen wir Ausbildung verklickern? Wie müssen wir Inhalte rüberbringen, damit es Teil dessen ist, was wir eben in Ihrem Film gesehen haben, Frau Weißhaupt? Naja, Ausbildung muss breit angelegt sein, technikoffen und natürlich absolut, was Sie gesagt haben, das ist absolut richtig. Sie müssen im Prinzip die Fähigkeit vermitteln, lebenslang zu lernen, offen zu sein für neue Technologien, offen sein für neue Entwicklungen. Sie muss so breit aufgestellt sein, dass eine berufliche Flexibilität gegeben ist, dass man eben, und natürlich verschwinden Berufe, der gesamte Bergbau verschwindet, und trotzdem sind die Leute, die dort gearbeitet haben, die dort ihre Ausbildung gemacht haben, hochqualifiziert und kommen in vielen anderen Tätigkeiten über, weil sie eben relativ breit aufgestellt sind. Und natürlich fallen alte Berufe, der Wirtschaft, solche Berufe fallen alle weg. Nichtsdestotrotz haben sie nicht nur, dass sie eine Qualifikation in einem beruflichen Alltag erlebt haben, sondern sie haben eben natürlich auch Grundqualifikationen mitgenommen, die mit der spezifischen Tätigkeit eines Schuhmachers nichts unbedingt zu tun haben, sondern die sind viel breiter aufgestellt. Sei es das Rechnungswesen, sei es das Kommunikationsverhalten, das Verkaufen, das Einkaufen. All diese Kompetenzen haben sie auch mitgebracht. Und die sind eigentlich, vor allem in der kommunikative Aspekt, nimmt natürlich an Bedeutung zu. Das heißt, Berufsbildung muss so aufgestellt sein, dass sie auf der einen Seite das Neue mitnimmt, und zwar so mitnimmt, dass es eine Ausbildung verankert ist, und auf der anderen Seite auch offen und frei macht eben für neue Dinge. Aber das Riesenproblem ist natürlich, die Berufsbildung findet statt in den Schulen, von denen wir wissen, wie gut sie ausgestattet sind. Und die Berufsbildung findet aus in den Betrieben. Dann ist man natürlich bei der Telekom weitaus besser untergekommen als Auszubildender, als eben im kleinen Betrieb, der eben nicht dieses Potenzial besitzt, eben mit neuen Technologien umgehen zu können oder diese in der Ausbildung anbieten zu können. Und dieses Problem haben wir natürlich in allen Berufen, das haben wir natürlich in allen Berufen und in allen Regionen finden wir das. Jetzt passt das ganz gut als Überleitung zu einer Publikumsfrage zu Professor Fischer. Ich würde auch, weil Sie, glaube ich, in 4 Minuten oder so vor dem Haupteingang abgeholt werden, das zeitgleich zu Ihrer letzten Antwort machen. Wir versuchen dann die restlichen Publikumsfragen noch zu dritt zu klären. Es passte aber gerade perfekt vom Inhalt her und vom Übergang. Vielleicht lesen Sie einmal vor, was auf dieser Karte vom Publikum steht. Ihr Fahrer ist jetzt da, steht hier schon vom Taxi. Ah, der ist in 5 Minuten auch noch also, da. Wie schätzen Sie die Bedeutung des demografischen Wandels in diesem Kontext ein? 2 Dinge dazu. Das erste ist, wir sehen, dass
Und wir haben 45.000 Leute untersucht und die Frage gestellt, wie fähig sind sie, die Arbeit, die vor ihnen liegt, noch zu machen. Und da sieht man normalerweise so ab 40 nimmt das langsam ab. Und interessanterweise nimmt es bei den direkt Beschäftigten, also denen, die mit der Hand arbeiten, stärker ab als den Leuten, die mit dem Kopf arbeiten. Wir sehen in bestimmten Unternehmen, dass diese Arbeitsfähigkeit und damit eigentlich auch die Produktivität sogar bei 65 erhalten bleibt. Da liegt also eine Chance drin. Gleichzeitig gibt es etwas anderes. Wenn man so sein Leben eingerichtet hat, ja, und neurobiologisch da oben alle Kabel gezogen hat und nun die Welt sich so erklärt, dass der Trump ein netter Mensch ist, weil man es immer schon geglaubt hat, oder ein böser Mensch ist, dann ist es einfach sehr aufwendig, diese Weltsicht wieder zu ändern. Und da ist generell ein gewisser Trend, und ich weiß noch nicht, wie man das befeuern kann, dass, wenn die Leute mal so die 50 hinter sich gelassen hat, die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, doch eher abnimmt. Und wie wir das dazu bekommen, weil das werden wir brauchen müssen, das weiß ich noch nicht. Aber generell dieses Abnehmen der automatisierbaren, harten körperlichen Arbeit aus der Gesellschaft führt dazu, dass wir wahrscheinlich den demografischen Wandel leichter bewältigen werden können. Denn der Dachdecker, den gibt es tatsächlich, und den Straßenbauarbeiter, der arbeitet nicht bis 67, aber ein Universitätsprofessor oder eine Managerin, die kann sehr wohl bis 67 arbeiten. Und tut das wahrscheinlich auch lieber, als dass ein Straßenbauer machen würde. Damit muss ich Ihnen jetzt einen schönen Abend wünschen, sonst gibt es mit der Work-Life-Balance in Bezug auf die Ehe gewisse Schwierigkeiten, wenn ich nicht zu Hause bin um 11. Und das wollen wir nicht riskieren, deswegen bekommen Sie Ihren Koffer und einen großen Applaus, aber ohne eine letzte Aussage lasse ich Sie nicht gehen. Der Arbeitsplatz der Zukunft ist dieser eine Satz, den jetzt gleich auch noch die beiden anderen Herrschaften hier vervollständigen können. Was ist das für Sie? Gehe ich morgens gerne hin, egal wo er ist. Wunderbar. Großen Applaus nochmal. Vielen Dank an Professor Fischer vom Mannheimer Institut in Heidelberg. Danke sehr. Jetzt komme ich zu Ihnen auf die Couch. Ich habe Ihnen eben auch schon eine Publikumsfrage gegeben. Vielleicht würden Sie die einmal vorlesen und dann auch gleich beantworten. Sehr gerne. Ja, die Frage lautet: Entspricht die digitale Arbeitskultur global gesehen den vergleichbaren Standards? Also ist Bonn gleich Boston, gleich Beijing, gleich Bali und so weiter und so fort? Ich würde sagen, jein, ist die richtige Antwort. Ja, insofern, ich kann jetzt Boston, Beijing und Bali nicht anführen, aber ich könnte, weil da war ich auch und habe es auch gesehen, Johannesburg anführen, vielleicht Philadelphia und was haben wir sonst noch, vielleicht noch was in Europa, Budapest, das ist wenigstens auch mit B. Dort ist es tatsächlich so, dass, was ich dort gesehen habe, entspricht grundsätzlich von der Kultur her den gleichen Standards. Ja? Also Großraumbüro, auch Umgang mit den digitalen Medien und. Was natürlich immer zu bedenken ist, und das dürfen wir auch niemals vergessen, wir haben natürlich auch kulturelle Einflüsse. Ja? Und da haben wir natürlich Unterschiede. Also wir können nicht alles über einen Kamm scheren und nicht glauben, dass wir einmal einen Standard definieren und der wird überall gleich ausgerollt. Das funktioniert nicht. Und da müssen wir in der Lage sein, uns anzupassen. Dann nehmen wir das so mit. Herr Professor Henrich, ich habe es zuerst auch nicht richtig lesen können. Aber ich kann es nicht lesen. Also ich glaube, die Frage dreht sich darum, kann man die Digitalisierung nicht allgemeinnützig besser nutzen? Wir hatten eben das Thema mit den Kitas, mit den Erzieherinnen und Erziehern. Was sehen Sie da für Möglichkeiten aus der übergeordneten Perspektive? Naja, die Liquidatoren in Tschernobyl hätten sich gefreut, wenn es Roboter gegeben hätten, die diesen Scheißjob gemacht hätten. So, und wir finden heute auch unendlich viele Tätigkeiten, wo man sagt, es wäre schön, wenn das eine Maschine für mich machen würde, dann müsste ich dies nicht tun. Und es gibt andere Arbeiten, die sind sehr viel besser und einfacher zu machen. Und da ist es auch wahrscheinlich nicht effizient und auch in der Kommunikation mit Menschen nicht sinnvoll, Roboter einzusetzen. Also, wir können die Digitalisierung exzellent nutzen, auch die KI-Exzellenz nutzen, für die Tätigkeiten, für die wir eigentlich, ich habe es eingangs ja auch schon gesagt, es gibt Berufe, einfach in die will keiner hinein, weil sie nicht interessant sind, weil sie für die Peer Group, also für das Umfeld nicht besonders spannend sind. Damit kann man nicht vor seinen Freunden glänzen. Die bieten einem auch kein großes Einkommen.
warum soll man diese Tätigkeiten dann nicht ersetzen durch digitale Komponenten? Und warum soll man dann nicht die Möglichkeiten auch nutzen, für junge Leute die Tätigkeiten zu machen, die sie gerne wollen? Denn wenn wir uns in unserer Stadt herumbewegen, sehen wir viele Dinge, die man noch machen könnte, die unser Leben und alles noch bequemer und angenehmer machen würde. Tätigkeiten gibt es genug. Wir kommen nur selten dazu und haben bisher auch noch gar nicht den Gedanken dafür entwickelt, ob man dieses vielleicht anbieten könnte. Da es ja auch so ein bisschen um die Allgemeinnützigkeit ging und Stichwort Kita, also ich höre da richtig raus, so ein Wickelroboter, da hätten Sie jetzt nichts dagegen. Weil die Arbeit macht wahrscheinlich keine Erzieherin so. Der Wickelroboter nicht, aber beispielsweise, wie ist das mit der Dokumentation? Mhm. Da kann man natürlich sinnvolle Systeme benutzen, die einem diese Arbeit bei der Dokumentation, bei den Bewertungen von bestimmten Kompetenzen der Kinder abnehmen. Dafür muss man nicht unbedingt Erzieherin über ein Papier sich beugen lassen und das ausfüllen lassen. Das kann auch eine Maschine machen. In der Pflege, also ich würde schon sagen, es ist vielleicht mitunter für eine 90-Jährige angenehmer. Sie hat einen Roboter, der sich stundenlang mit ihr unterhält und immer wieder die gleiche Frage und die gleiche Antwort sich anhört, weil leider die Dame dement ist, als wenn sie einen genervten Pfleger hat, der nach 10 Minuten das Handtuch wirft. Also, bitte? Ich hoffe, das kommt irgendwann an. Denn ich komme irgendwann, ich gehöre zu der Generation, als die geburtenstarken Jahrgänge, die natürlich das Problem haben, wie werden wir dann gepflegt, wenn wir mal irgendwie nicht mehr genau wissen, wo vorne. Wobei ich beide Perspektiven so leicht beängstigend finde. Aber jetzt machen wir weiter mit einer Publikumsfrage nochmal an Frau Weishaupt. Aha. Die Frage lautet, haben Sie bei der Telekom das papierlose Büro als Voraussetzung zum mobilen Arbeiten im Team vollständig umgesetzt? Und meine Antwort wäre darauf, ich würde mal sagen 95%. Es gibt immer noch ein paar Dinge, da brauchen wir auch einen Ausdruck, weil wir rechtlich verpflichtet sind, wenn wir vielleicht eine Betriebsbegehung haben oder was auch immer, dass wir das da haben müssen. Oder vielleicht sind es 98%. Alles andere in der Tat ist papierlos. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wo ich das Papier lagern sollte. Ja? Also Sie haben es vielleicht noch in dem Film gesehen. Ich habe meinen Schreibtisch, das Clean Desk. Wenn ich gehen muss, muss der leer sein, weil der nach mir folgt, soll ja auch einen vernünftigen Schreibtisch und sauberen und leergeräumten vorfinden. Und alles, was ich sozusagen zum Lagern habe, ist so ein kleines Schließfach. Ja? Da ist kein Platz mehr für Papier. Deswegen. Umgesetzt. Bei mir ist das noch nicht angekommen. Bitte. Ja, noch mal kurz zu dem Pflegeroboter. Wichtigster Punkt ist aber, wir müssen ihn ausschalten können, wenn wir das wollen. Jetzt kommt ich habe ja eine Frage, Herr Helmrich, wie stehen Sie persönlich, wohlgemerkt persönlich, zum bedingungslosen Grundeinkommen? Hat jetzt zwar eigentlich mit Digitalisierung nichts zu tun, weiß auch nicht, warum diese Frage kommt, aber um sie mal so zu beantworten, wenn denn tatsächlich erstens, ich bin Soziologe und Ökonom, habe insofern so ein gespaltenes Verhältnis, weil in dem Augenblick mit einem Grundeinkommen habe ich natürlich auch wieder ökonomische Anreize, die das ganze Kostenniveau verändern. Also, mal hingestellt, dass diese Prozesse dann auch passieren, wenn wir aber uns mal hinbewegen zu einer Situation, wo vielleicht Menschen nicht mehr in diesem Umfang arbeiten müssen, weil es eben künstliche Intelligenzen übernehmen. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wer hat eigentlich die Besitzrechte an diesen Geräten? Und dann ist die Frage, ob Grundeinkommen oder andere Beteiligungsformen an dem Nutzen und an dem Ertrag, die diese Systeme erbringen, dann nicht vielleicht sinnvoll sind. Das war jetzt noch dran vorbeigeschossen, aber ein bisschen hat etwas mit Grundeinkommen zu tun. Die Idee ist gut, ist nur die Frage, wie wir es sinnvollerweise umsetzen. Aber es ist möglicherweise eine Chance, auch mit den zukünftigen Entwicklungen sozial gerechter umgehen zu können. Denn gute Arbeit und soziale und ökonomische Teilhabe ist natürlich ein sehr zentraler Punkt und der uns möglicherweise, Stichwort technologische Singularität, irgendwann auf die Füße fällt. Und damit schließt sich ja auch wieder so ein bisschen der Kreis zu dem Punkt, den Sie ganz am Anfang gesagt haben, nämlich es hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, mit etwas, was nicht grundsätzlich überprüft werden muss, zumindest teilweise nicht. Bei dem Unternehmen Commerzbank habe ich es erwähnt, Sie haben es in Ihrem Unternehmen etabliert. Insofern ist das eigentlich schon ein ganz schöner Abschluss, denn ich glaube, wir haben keine Zettel mehr. Sehe ich das richtig? Alle sind hier oben gelandet. Ich hatte noch eine Frage an Herrn Professor Fischer. Die schicke ich ihm dann per E-Mail später oder per Post. Ach nee, wir machen es papierlos. Genau, das kriegen wir schon hin.
Aber auch Sie beiden möchte ich ungern hier entlassen, ohne dass Sie mir diesen einen Satz vervollständigen. Das fasst vielleicht noch mal so ein bisschen polarisierend, auch wenn Sie den Begriff nicht mögen, das zusammen, wie Sie den Arbeitsplatz der Zukunft sehen. Der Arbeitsplatz der Zukunft ist? Ein virtueller Ort unbegrenzter Möglichkeiten, der Spaß macht. Der Spaß macht, schöner Zusatz. Eine interessante Welt, ein interessanter Platz in der Zukunft, der Risiken hat, aber auch viele Chancen bietet und garantiert interessant sein muss. Ich finde, beide dieser Aussagen haben einen Applaus verdient. Und ich würde gerne noch mal auf Frau Dr. Roscher kommen, die ich am Anfang zitiert habe, die dann sagt, zugespitzt formuliert, und deswegen stelle ich auch einen Teil davon direkt wieder in Frage. Die Arbeitgeberseite wünscht sich insbesondere Möglichkeiten zur Ausweitung der Arbeitszeit, die Arbeitnehmerseite dagegen mehr Optionen zur Verkürzung. Wir haben jetzt teilweise gelernt, dass das so sein kann, aber nicht muss. Und in diesem Sinne können wir, glaube ich, auch sagen, wir haben es gesehen, das Arbeiten der Zukunft, wir haben es im Film gesehen, wir haben es von der Commerzbank gehört, ist teilweise schon da. Das heißt, wir reden von der Gegenwart und wir müssen gucken, was in den nächsten Schritten kommt. Und in diesem Sinne sind wir mit unserer Diskussion am Ende. Wir sagen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie uns heute Abend hier begleitet haben, betreut haben. Dankeschön für Ihren Applaus. Und was wird die Zukunft bringen? Sie können es sehen auf www.wissenschaftsjahr.de. Da sind noch weitere Veranstaltungen und auch spannende Austauschplattformen für Sie, völlig papierlos, wo Sie Ihre Meinung, Ihre Erfahrung genauso wie heute loswerden können. Also klicken Sie sich da mal rein. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen jetzt noch einen spannenden, schönen wissenschaftlichen Abend hier an der Uni Bonn. Danke sehr. Machen Sie es gut.